Willkommen zu diesem Unboxing von Corsair. Und zwar dem Vengeance Pro Series. Das ist ein Arbeitsspeicher. 2x4 GB macht 8 GB mit einer Taktfrequenz von 1866 MHz oder 1866 MHz. Den Corsair Vengeance dürfte eigentlich jeder kennen. Hoffe ich mal. Ich habe mir jetzt davon die Pro Series geholt, weil die ein bisschen besser ist. Nicht viel, aber ein bisschen. DDR3, natürlich. Ich weiß, bald soll es zwar DDR4 geben, aber ja. Was das Board dann wieder kostet und die CPUs dafür. Ist ja wieder so teuer. Scheiße. Ja, deswegen bleibe ich erstmal bei DDR3. Ich weiß auch gar nicht, ob es mittlerweile DDR4 gibt. Ich glaube nicht. Aber naja. Hat übrigens die CL9 Latenzzeiten. Standard. Wem das nichts sagt, könnt ihr googeln. Joa, dann würde ich mal sagen, machen wir die Packung mal auf. Ich brauche mal kurz mein Messer. So. Dann holen wir den mal raus. Das ist übrigens Dual Channel Kit. Also ein Dual Kit. Wow. Der sieht doch mal geil aus. Oder nicht? Also ich finde den richtig episch. 1,5 Volt made in Taiwan. Okay. Und die Farbe ist ja doch nicht so schlecht, weil hier auf dem Bild sieht die nämlich so dunkel aus. Sieht eher, als wäre das so ein dunkles Silberwert. Jetzt schaut den Vergleich an. Das ist ein normales Silber, das ist ja kein dunkles. Gut, dann geht das ja. Weil ich habe mein Farbschema im PC ja schwarz-rot. Normalerweise wollte ich diesen Rahmen auch in Rot haben. Dann ist halt dieses silberne, ja, diese Abdeckung oder diese Zierblende ist halt rot dann. Mal schauen, wenn der lieferbar ist, dass ich mir den dann hole. Ich habe jetzt im Moment 16 GB drin von Geil. Das ist so ein blauer Arbeitsspeicher, den zeige ich euch gleich. Denn, oder nicht gleich, sondern im nächsten Video. Ich werde da ein Unboxing von machen und einen Einbau. Und da zeige ich euch im nächsten Video den Geil-RAM und den Einbau von diesem schicken RAM. Dann seht ihr auch das Farbschema im PC, was ich meinte. Dann denke ich mal, werde ich so machen. Den werde ich jetzt erstmal einbauen. Gut, so, rausholen. Wäre nicht schlecht. Oder? Okay. Sieht very nice aus. Dieses schöne Vengeance Logo und hier steht Corsair Vengeance drauf. Also so ist der dann in einem PC verbaut. Sieht ganz schick aus. Schwarzes PCB macht es immer gut im Design. Kühler fühlen sich ja hochwertig an, auch wenn mir jetzt irgendwie ein ganz mieser Duft entgegenkommt. Also riecht irgendwie nach Druckertinte oder sowas. Kann ich jetzt gerade nicht beschreiben. Ja, aber egal. Wird ja wohl vergehen, hoffe ich. Gut, dann bis zum nächsten Video. Ciao.